Moin, mein lieben Urlaubsnudler-Fans, herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Bed Wars zusammen mit Benbo 2006. Ich hoffe, er wurde nicht 2006 geboren. Mal sehen, wie alt wäre er denn? Dann wäre er. Oh Gott, Menschen, die 2006 geboren worden sind, jetzt schon 11 Jahre alt. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Das. Teilweise denke ich mir so, Digga, das ist. Oh, gut, aber darum soll es gar nicht gehen, Leute. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema am. Okay, alles klar. Ein ganz besonderes Thema am Start, und zwar das, dass ich erfahren habe, dass mir zu Ohren gekommen ist, dass durchaus jemand etwas für mich gemacht hat. Und damit meine ich jetzt nicht ein Intro oder sonst so ein Standardzeug, sondern tatsächlich die liebe Sarah, sprich aka Mizone, aus meiner Community, WhatsApp-Chat, was auch immer, hat ein paar Sachen für mich in die Wege geleitet, und zwar eine eigene Community-WhatsApp-Gruppe. Jo, und da, jemand fragt, sag mal, wie ist denn das? Ich habe ihn gerade richtig heftig gerettet. Wie ist denn das eigentlich, Olaf? Was ist denn das eigentlich für eine Community-WhatsApp-Gruppe? Und genau darum soll es hier im Video gehen, wie ihr euch vielleicht gedacht habt nach dem Titel und der Ansage jetzt. Im Prinzip ist es nichts anderes als einfach eine WhatsApp-Gruppe, wo viele Leute aus der Community mit drin sind. Das sind jetzt, keine Ahnung wie viel, müsste ich eigentlich Sarah mal fragen. Also es sind auf jeden Fall schon einige drin. So ein paar Namen habe ich schon gehört. Base ist auf jeden Fall drin. Primecrime ist, glaube ich, nicht drin, der wollte nicht rein. Ja, die einzige Sache ist eigentlich die, dass man da Vorteile rausziehen kann, dass da halt mal so Sachen sind wie, hey, habt ihr eine Idee, was Olaf als nächstes für ein Video bringen sollte? Fändet ihr das und das gut? Oder hättet ihr ein Problem, wenn er das und das tut? Ah, Sekunde, ich kann mich doch auch einfach hochbauen. Ah, verdammt. Na gut, wenn man nichts machen kann, kann man nichts machen, ne? Okay, dann haben wir zumindest nicht mehr den Druck, dass unser Bett abgebaut wird. Damit lebt sich's einerseits schwieriger, andererseits auch irgendwie leichter. Ich meine, da brauche ich mir jetzt keine Gedanken machen, dass es noch abgebaut wird. Brauche ich es auch nicht beschützen mit dem Leib und Seele. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt, meine Güte. Man kann auch nicht jede Runde gewinnen. Trotzdem denke ich, dass ich das reißen kann, denn oh, ich bin der Olaf. Ich habe bis jetzt jede Runde gerissen. Also mein Bed Wars Statistik müsstet ihr euch mal reinziehen. Die sind echt. Ich habe es vergessen, Essen mitzunehmen. Gut, aber der Bogen muss jetzt trotzdem drin sein. Mit oder ohne Essen. Oh, da können sogar ein bisschen mehr als nur ein Bogen rausspringen. 6 Gold, 8 Gold. 1 Gold brauche ich tatsächlich noch. Oh, da kommt schon direkt die nächste Ladung. Okay, wunderbar. Dann habe ich zumindest ein wenig was. Und damit mache ich mich jetzt nochmal wieder auf dem Heimweg. Und schau mal, was sich da so Schönes machen lässt. So, allerdings. Also, wie wir in die WhatsApp-Gruppe reinkommt, ist eigentlich relativ simpel. Ihr schreibt Sarah an. Die Nummer ist unten in der Beschreibung. Sagt, wer ihr seid, also am besten direkt mit Namen, wie ihr auf YouTube heißt. Und dann werdet ihr auch hinzugefügt. Und das war's dann auch schon wieder. Viel mehr ist das alles gar nicht. Und ja, das wäre halt ganz schön. Dann wird die ganze Community noch größer, zumindest so noch schlüssiger innen drinne. Und ich überlege vielleicht auch mal irgendwann noch reinzukommen. Im Moment halte ich mich da raus, weil ich möchte nicht, dass da irgendwelche Leute, die ich halt überhaupt null kenne, an meine Nummer rankommen. Das könnte ja dann, also ich meine, man sieht es am Beispiel Tanzverbot. Also wer die ganze Affäre nicht mitbekommen hat, der ist nicht von dieser Welt. Jedenfalls, man sieht an dem Beispiel Tanzverbot, dass es ja nicht ganz so cool ist, wenn die Community zu viele Privatdaten von einem hat. Daher, Moment, da habe ich gerade irgendwas gehört, irgendwas Uncooles. Oh, den da, genau, den habe ich uncool gehört. Ja, das passiert aber mal. Ja, deswegen, vielleicht wird es ja noch was, vielleicht gehe ich ja nochmal mit rein. Aktuell bin ich noch nicht drin, aber es wird auf jeden Fall nochmal so das Community-Gefühl zusammenschweißen, auf jeden Fall, wenn ich dann irgendwann mich dazu entschließen sollte, doch mal aufs Knöpfchen zu drücken, das Beitreten mit Beitreten betitelt ist. Ja, komm. Gold kann man nie genug haben. Und dann werde ich gleich mal. Sekunde, nee. Ich mach's so. Ich farme mir jetzt ordentlich viel Gold. Und dann mache ich mich auf mit einer Enderperle zu irgendeinem gegnerischen Team. Das kann ich auch jetzt schon machen. Wobei, ich spare vielleicht noch auf einen Stärketrank oder so ein Zeug. Das ist immer ganz praktisch. So. Oh, nee. Gegen Gegner habe ich jetzt nicht so viel Lust zu kämpfen. Das ist mir dann immer doch ein bisschen sehr gefährlich, weil die schlagen einen runter und die Bomben mal. Oh, da ist ja schon wieder einer. Hallo? Kumpel? Okay, nee. Das ist. Bin ich jetzt der Letzte aus meinem Team eigentlich? Ich bin Team Gelb. Ja, tatsächlich, ich bin der Letzte. Gut. Aber das sollte nicht das Problem sein. Ich habe schon öfter als Letzter gewonnen. So, da hinten sind schon. Ach, sollte ruhig rübergehen, meine Güte. Vielleicht ist es auch gar nicht sein Bett. Das Gold kann er sich auf jeden Fall nirgendwo gesaved haben, denn das gehört ja bekanntlich mir. Jo, ich denke mal, das wird auf jeden Fall jetzt auch schon der ausschlaggebende Punkt sein, wo ich mich auf den Heimweg mache. Oder auch nicht? Oder doch? Oder nicht? Doch, ich denke mal schon. Wo ist eigentlich der Heimweg? Oh, das sieht danach aus. Sekunde, eine Fuhre hole ich mir noch ab, weil die gerade so schön spawnt. Und dann geht's aber auf nach Hause, die Enderperle, den Stärketrank, vielleicht sogar noch einen Goldapfel. Und ab zum Gegner.
So, erstmal sicher gehen, das, ja, das meinte ich. Hey, wäre ich jetzt nicht sicher gegangen, dann hätte der mich womöglich sogar bekommen. Sag mal, jetzt kommen sie alle, ne? Jetzt kommen sie alle. Kollege, was wird denn das hier? Da kommt schon wieder einer. Die fliegen hier rum wie so Mücken zu im Sommer. Okay, der ist gestorben. Die laufen zueinander durch. Okay, jetzt mich aber ganz doll beeilen. Oh, ich hab's geschafft. Puh, es hat mich keiner runtergeschlagen. Das war jetzt so ihre große Chance, das zu tun. Kollege, was machst du da? Kollege, das finde ich nicht so cool. Ja, okay. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was er da macht. Da fährt gerade eine Feuerwehr bei mir vorbei. So. Jetzt schreibt er Hauptsache, der schreibt jetzt SOS. So, okay, hab ich dich. Nichts wie zu Team Grün und mal eben ein bisschen zerstören. Denn zerstören? Ne, das da ist schon mal... Nee, das ist Team Rot, das ist Team Grün. Okay, gut zu wissen. Dann futter ich erstmal meinen Stärketrank, futter meinen Goldapfel. Der füllt gleichzeitig meinen Hunger auf. Und dann hoffen, dass die Enderperle ankommt. Sonst wäre das ziemlich peinlich. Ja doch, ich bin da. Das ist schön. Ach, da ist euer Bett. Okay, gut zu wissen. So, Team Grün, wie sieht's denn aus hier? Oh, ja, so geil. Okay, einer weniger. Jetzt Konzentration. Ich habe keine Rettungsplattform. Daran hätte ich auch noch denken können. Hm. Doof gelaufen, aber jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Stärkeabsorption. Ich habe noch einiges, was mich vor dem Tod bewahren könnte, aber trotzdem ein paar extra Tränke, die das auch noch tun. Schaden nie. Sprungkraft ist natürlich auch schick, aber Schnelligkeit ist besser. Okay, komm. Einfach mal fix durchsprinten und hoffen, dass keiner mich irgendwie mit einem Bogen oder sonst etwas ähnlichem erwischt. Durchsprinten ist natürlich gut. Ah, wenn die das hier alles so total eng gebaut haben. Das kann ich überhaupt nicht leiden. So, wie sieht's denn aus da hinten mit dir? Treffe ich dich noch irgendwie, bitte? Nee, sieht jetzt nicht danach aus. Hier sind mir definitiv zu viel... Oh, stimmt, man kann ja auch auf den Wolken rumspringen. Team Blau ist noch mehr oder weniger komplett. Wahrscheinlich auch mehr als weniger. Wie sieht's denn aus? Kann ich eigentlich in die Mitte jetzt so ohne weiteres? Weil, wenn da jetzt kein anderer Gold geholt hat in der Zwischenzeit, sieht's fast so aus, als würde sie mich rufen, regelrecht. Ja, ja. Okay. Ja, gut, das sieht mir nach Gold aus. Das sieht mir nach ein bisschen Gold abholen aus, leider. Ich hätte mir vielleicht auch noch ein Heimteleportierer holen sollen. Das sind alles so praktische Dinge, wo ich nicht dran denke, weil ich doof bin. Aber wir hatten noch so eine schöne Zeit zusammen. Ich weiß, Manu. Ich habe dich enttäuscht. Das war jetzt natürlich doof, aber gut. Ich habe auf jeden Fall nochmal das Rennen ein bisschen heißer gemacht, indem ich das Bett abgebaut habe. Es war auf jeden Fall trotzdem eine geile Runde. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und natürlich noch zu unserer Lieblingskategorie. Die drei Neuabonnenten diesen Tag, Trommelwirbel, sind einmal Aslak Let's Play, Dr. Spinchen und The Pro Builder. Vielen Dank an euer Abo. Und wenn ihr selber da reinkommen wollt, einfach Abos auf öffentlich stellen und mich natürlich abonnieren, damit ich auch sehe, dass ihr es getan habt. Dann lese ich euch vor beim nächsten Mal. Ansonsten haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao! Euer Kompass.